Elternsprechtag war die größte Comedy-Sache für mich überhaupt. Du kommst dahin, allein die Aufmachung schon. Erstmal merkst du richtig den Unterschied zwischen arabischen Eltern und deutschen Eltern. Deutsche Eltern kommen zum Elternsprechtag, weil die wirklich interessiert sind. Die wollen wirklich wissen, was ist mit meinem Kind los, wie läuft der Unterricht und alles Mögliche. Und die verteidigen ihre Kinder auch. Die sind wie Rechtsanwälte. Du kannst gar nichts gegen die Kinder sagen. Wenn du sagst so, ja, Christian ist in letzter Zeit nicht so gut in Mathe und alles Mögliche. Die Eltern sagen so, darf ich mal bitte den Lehrplan sehen? Bei uns gibt's sowas nicht. Unsere Eltern gehen mit uns zum Elternsprechtag, um uns gemeinsam mit dem Lehrer fertig zu machen. Das ist der Grund. Es gibt keinen anderen. Es gibt keinen anderen. Also mein Vater war immer froh, dass er jemanden auf seiner Seite hat. Deswegen ist er mit mir gegangen. Echt, manchmal bin ich mit ihm zum Elternsprechtag gegangen. Er sitzt nicht neben mir, er sitzt neben dem Lehrer. Ich so, Papa, komm, du musst dich hier hinsetzen. Und ich hatte so in der 7., 8. Klasse hatte ich sehr viele Probleme in der Schule. So. Also meine Noten wurden immer schlechter. Ich habe ein bisschen Scheiße gebaut, keine großartige Scheiße. Ich war einfach nur auf einmal an Mädchen interessiert. Auf einmal so Mädchen, oh, und keine Hausaufgaben mehr gemacht, gar nichts. Voll nachgelassen. Meine Klassenlehrerin fand das sehr problematisch. Meine Klassenlehrerin hieß Frau Wagner. Und sie zu mir, Vanessa, dein Vater muss auf jeden Fall zur Schule kommen, weil er ist nicht so gerne gegangen. Und ich musste ihn 3 Wochen lang überreden. Ich so, Baba, du musst zum Elternsprechtag kommen, Frau Wagner will dich unbedingt sehen. Irgendwann sagt er zu mir, ja, ich komme ich. So gut. Also habe ich ihn mitgenommen und wir sitzen beim Elternsprechtag und Frau Wagner sagt Folgendes zu ihm. Herr Lambrobeil, ich habe in letzter Zeit sehr viele Probleme mit Benaisa. Er ist ständig unkonzentriert, macht kaum Hausaufgaben, ist nur noch mit den Mädchen beschäftigt und seine Noten gehen in den Keller. Jetzt kommt mein Vater seine Antwort. Frau Wagner. Frau Wagner, Frau Wagner. Ich weiß ich auch nicht, was ist los mit dieser Junge? Die ist immer nur mit Mädchen, die guckt immer auf Mädchen zu Hause, auch die ist telefonieren mit Mädchen. Und Frau Wagner, was sagst du bitte? Der geht mit Nutten in den Keller? Hier, in Schule? In Schule? Du gehst mit Nutten in den Keller. Du musst Hausaufgaben machen, lerne nicht mit Nutten in den Keller gehen. Frau Wagner. Frau Wagner, der war nicht so. Der war so ein guter Junge. Der war immer zu Hause, immer gute Sachen gemacht. Der war immer zu Hause. Wir sind Religion, beten immer. Der war immer beten. Jeden Freitag ist in Muschi gegangen. Jeden Freitag. Jetzt. Jetzt geht nicht mehr. Ich zieh sein Haus. Ich sag, wenn du Muschi siehst, du musst reingehen. Nicht Muschi vorbeigehen. Wenn du Muschi siehst, geh rein. Frau Wagner guckt uns an, sie versteht die Welt nicht mehr. Echt? Sie denkt sich, oh mein Gott, wie können die miteinander kommunizieren? Dann guckt sie meinen Vater an und sie stellt ihm die Frage aller Fragen. Sie so, Herr Lambrobeil, sprechen Sie mit Ihrem Sohn zu Hause Deutsch? Mein Vater so, ja, Frau Wagner. Ich muss ich mit denen Deutsch sprechen, mit alle meine Kinder, die können gar kein Marokkanisch. Ich muss ich mit denen Deutsch sprechen. Warum? Die hören sonst nicht zu. Frau Wagner so, entschuldigen Sie bitte, Herr Lambrobeil, die hören sonst nicht zu. Frau Wagner guckt mich an, sie so, Benaisa, verstehst du das, wenn dein Vater Deutsch spricht? Und ich so, 15-jähriger Proll noch so. Ich so, klar, Frau Wagner. Natürlich. Es geht um die wichtigen Sachen im Leben, ne? Es geht um Nutten, Muschis, Hurensöhne. Das ist das Allerwichtigste. Oh, Dankeschön. Vielleicht kennen das die meisten von euch. Mein Vater ist mittlerweile Rentner. Also mein Vater ist nach Deutschland gekommen als Gastarbeiter so. Er hat mich hierher gebracht so. Das ist das größte Geschenk, was er mir machen konnte so. Das ist immer so, ich habe dich nach Deutschland gebracht, du bist mir schuldig. Das wird auch bleiben, das geht nie weg. Jetzt lebt er mittlerweile in Marokko so. Er ist die meiste Zeit in Marokko. Manchmal kommt er hierher, weil er traut den marokkanischen Ärzten nicht. Deswegen kommt er hierher und geht hier zu den Ärzten. Und meistens geht er zu den Ärzten und ich fahre mit ihm von Arzt zu Arzt, damit nicht solche Doktor-Vagina-Geschichten passieren, weißt du? Vor 2, 3 Wochen war er wieder hier und ich fahre mit ihm durch die Gegend und wir fahren von Arzt zu Arzt. Er fährt, ich sitze daneben. Plötzlich passiert mir was mit meinem Vater, das ist mir noch nie mit ihm passiert. Die Polizei hält uns an. Gemeinsam, kenne ich, wenn ich alleine bin. Aber ich habe noch nie gesehen, wie mein Vater mit Polizei, so wie der reagiert. Wenn ich alleine bin, bin ich routiniert, kenne ich schon. Ich sehe Blaulicht, steh schon. Weiß ich schon Bescheid. Aber ich habe noch nie gesehen, dass mein Vater mit der Polizei redet. Also war es für mich eine neue Situation. Alles kann passieren.
Ich so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Polizei hält vor uns an, 3 Polizisten steigen aus. 2 bei ihm auf der Seite, 1 bei mir auf der Seite. Polizisten klopfen bei ihm an, er macht Fenster runter und die Polizisten so, ja, Fahrzeugpapiere, Führerschein bitte. Mein Vater gibt ihm die Papiere und das Erste, was mein Vater sagt, ist, du hast für dich auch nichts zu tun, ja? Ich so, wie Gangster ist mein Vater bitte? Der Polizist auch schon voll durcheinander, der so, Herr Lamrobay. Sagen Sie mal, wann sind wir denn bei du gelandet? Können Sie mich bitte siezen? Ja, Sie, hast du dich nichts zu tun. Polizist, noch durcheinander. Das war, Herr Lamrobay, kann das sein, dass Sie was getrunken haben? Mein Vater so, ich habe ich was getrunken? Vielleicht du hast du was getrunken. Polizist, Herr Lamrobay, wir haben uns gerade auf Sie geeinigt. Ja, vielleicht Sie hast du was getrunken. Ich trinke ich nicht. Bin ich Muslim, komme ich gerade von Moschee. Ey. Und ich sitze daneben, ich krieg Panik, ich krieg langsam Angst. Ich so, hey, Baba, du kannst mit der Polizei nicht so sprechen, die nehmen uns gleich fest. Mein Vater, was habe ich gemacht? Ich habe nichts gemacht. Ich so, du hast gesagt, der hat was getrunken. Der hatte zuerst gesagt, ich habe getrunken. Hab ich gesagt, du hast ja getrunken. Ist doch richtig, Polizist ist hier, sein Kopf ist fast im Auto drin. So. Ich so, trotzdem, Baba, du kannst mit denen nicht so sprechen, du bist außerdem viel zu laut. Der so, ich bin nicht laut, die ist die laut. Guck mal mit seiner Sirene, wie laut der ist, immer laut. Ich sitze daneben, hab Panik. Ich so, Baba, trotzdem, du kannst mit der Polizei nicht so sprechen. Der rastet richtig aus. Ich so, wie? Ich muss nicht mit denen so sprechen. Ich so, warum? Der so, guck doch, die Huren sonst nicht so. Hey, danke schön, das war's von mir. The Rebels.